Die CSU-Mitglieder des Untersuchungsausschusses Nationalsozialistischer Untergrund haben jetzt einmal Zwischenbilanz unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss gezogen. Und wir haben einmal die öffentlich erhobenen Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden dem gegenübergestellt, was wir bisher tatsächlich an Erkenntnissen haben. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die massiven Vorwürfe in dieser Form keinesfalls berechtigt sind. Da war von Staatsversagen die Rede, von Unkenntnis und Ähnlichem. Tatsache ist, dass der Verfassungsschutz schon in den 90er Jahren sein Schwergewicht auf die Beobachtung und der Bindung von Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus gelegt haben. Es wurden zahlreiche Organisationen verboten. Es wurde der Sprengstoffanschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Kulturzentrums rechtzeitig entdeckt und unterbunden. Es wurde ein Aussteigerprogramm entworfen. Es wurden entsprechende Veröffentlichungen gemacht und vieles andere mehr. Ein zweiter Vorwurf ist der, dass zu viel Geheimhaltung herrscht, zu wenig Transparenz. Wir müssen aber die allgemeinen Geheimhaltungsvorschriften einhalten, wenn wir, und das tun wir, die Arbeit eines Geheimdienstes untersucht. Wir sind aber dadurch als Untersuchungsausschuss in unserer Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt. Es ist lediglich eine Frage, was von diesen geheim zu haltenden Sachverhalten letztendlich dann auch der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden kann. Und ein wichtiges Thema ist das Thema V-Leute. Die Problematik, V-Leute einzusetzen. Hier denke ich, dass wir am Ende mit allen Erkenntnissen auch aus den anderen Untersuchungsausschüssen zu neuen Richtlinien für das Anwerben und Beschäftigen von solchen V-Leuten kommen werden. Aber, das ist auch unsere Erkenntnis, V-Leute werden auch in Zukunft für die Arbeit des Verfassungsschutzes notwendig sein. Ein weiterer Punkt, den wir behandelt haben, ist die Frage, gab es denn Anhaltspunkte, die zu dem Trio, also den Mördern, Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, hätten führen müssen. Auch da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Anhaltspunkte, einige Aufenthalte der drei in Bayern, keineswegs ausreichten, um später dann zu diesem Trio zu führen. Zum Beispiel sind die bei einer Demonstration von 3000 Leuten gegen die Wehrmachtausstellung mitmarschiert, ohne durch Gewalttätigkeiten oder Steuern des Täten tätig werden aufzufallen. Also die Vorwürfe sind in der Form nicht berechtigt. Es gibt sicher den einen oder anderen Kritikpunkt, zum Beispiel, dass eine Informationsübermittlung an die Polizei zu lange gedauert hat. Das ist auch unsere Meinung. Aber insgesamt haben die Verfassungsschutzbehörden und auch die Polizei sich mit aller Kraft bemüht, den Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus in Bayern einzudämmen, der in der Tat in der gesamten Bundesrepublik in den 90er Jahren zugenommen hat.